BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Im Fall des Unfalls mit ausgelaufenem Güllesubstrat aus einer Biogasanlage im Engstinger Industriegebiet Haid im Landkreis Reutlingen im Januar wird die zuständige SV-Versicherung nicht für die Schäden aufkommen. Das erfuhr BW1 heute aus zuverlässigen Kreisen. Demnach habe kein Versicherungsschutz bestanden. Das sei heute den Betroffenen mitgeteilt worden. Die Schäden, bei denen viele kleine private Gewerbetreiber mit betroffen sind, gehen Berichten zufolge in die Millionen. Mit einem Ticket von Tübingen bis zum Bodensee fahren, dann über Biberach nach Ulm und über Münsingen zurück nach Tübingen. Das war am Sonntag den ganzen Tag lang möglich. Beim gemeinsamen Aktionstag der Verkehrsverbünde Naldo, Bodo und Ding konnten die Fahrgäste mit Bus und Bahn Kultur erfahren und Natur erleben. Bahnhof Münsingen, Sonntag, der 14. Mai, 11 Uhr. Die Züge und Sonderzüge fuhren ein, mit an Bord Fahrgäste aus Oberschwaben, aus der Region Neckaralb und vom Bodensee. Ob sie wie hier im Oldtimer angereist sind oder in modernen Zügen, schon an Bord gab es jede Menge Entertainment und Aktionen. Das Unterhaltungsprogramm setzte sich am Bahnhof fort. Die drei Verkehrsverbünde Naldo, Bodo und Ding haben gemeinsam mit dem Biosphärengebiet das Programm auf die Beine gestellt, um für nachhaltige Mobilität zu werben. Diese jährlichen Aktionstage, die wir machen, sollen Menschen dazu bewegen, ihre Heimat zu erkunden, zu entdecken, in der Freizeit öffentliche Verkehre, Verkehrsdienstleistungen zu nutzen. Und ich glaube, mit dem Angebot heute hier in der im Biosphärengebiet zu starten, haben wir ein gutes Angebot entwickelt. Auch Verkehrsminister Winfried Herrmann war nach Münsingen gekommen. Sein Ziel war das Mobilitätszentrum am Bahnhof. Dort werden die Schienen mit dem Individualverkehr verknüpft, aber ganz ohne Auto. Wenn man in Münzingen ankommt, gibt es ein Mobilitätszentrum, kann man super Räder ausleihen und die sind programmiert, da kann ich mir meine Routen raussuchen, da kriege ich eine Route empfohlen und geleitet. Also das ist ein schönes Beispiel von Verknüpfung von öffentlichem Verkehr dann auch mit Individualverkehr und da haben viele, glaube ich, noch was auszuprobieren. ÖPNV, Fahrräder, zu Fuß, aber auch Mitfahrzentralen, die Alternativen zum Auto werden immer attraktiver und besser vernetzt. Doch es gibt, auch nach Ansicht des Verkehrsministers, noch viel zu tun. Der Verkehr ist schon sehr viel besser und trotzdem wollen wir ihn noch besser machen, denn zum Beispiel ist es etwas schwierig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Stuttgart hierher zu kommen. Also da hat mein Büro heute bzw. in dieser Woche aufgegeben und gesagt, fahren wir noch lieber mit dem Auto hoch und das muss aber auch noch besser werden. Auch für den Fall, dass außer dem Auto gar nichts mehr geht, ist gesorgt. Vor dem Bahnhof Münsingen gibt es eine Elektrotankstelle mit freiem WLAN. Jetzt geht es aber gleich weiter mit dem Shuttle ins alte Lager zum Biosphärenzentrum. Dort ist inzwischen einiges los. Das Verkehrsmittel, das dieses Jahr seinen 200. Geburtstag feiert, kommt zu neuen Ehren. Das Fahrrad, diesmal in einer modernen Version seiner ursprünglichen Variante als Laufrad oder Draisine. Start für ein Kinderlaufradrennen durch das alte Lager, nur eine der zahlreichen Aktionen. Die historische Radsportgruppe Wendlingen zeigte Fahrräder aus der 200-jährigen Geschichte des Verkehrsmittels und Sportgeräts. Und so sieht die Draisine in Aktion aus. Das erste lenkbare Fahrrad der Welt, mit dem Karl Dreis in Mannheim unterwegs war. Auch dieses Hochrad wirkt im Vergleich zu modernen Fahrrädern eher ungewöhnlich und braucht etwas Übung zum Fahren. Und noch ein umweltfreundliches Verkehrsmittel, der Planwagen. Herr Bächle, Sie wartet hier mit Ihrer Kutsche, kann man das sagen, auf was? Auf Gäste, die vom Biosphärenzentrum da bucht sind, an den Sternenbergturm zu fahren. Dort gibt es einen kleinen Imbiss und ein Truppguide ist auch dabei und erklärt den Truppübungsplatz. Und alles ohne Auto? Alles ohne Auto. Zu Fuß und mit 2 PS. Vielen Dank und viel Spaß. Danke. Und los kann's gehen mit dem Planwagen über den Truppenübungsplatz. Es ist eine eher gemächliche Art des Reisens, aber genau richtig, um Landschaft und Natur zu genießen. Doch auch die Kelten haben vor dem Biosphärenzentrum ihr Lager aufgeschlagen, denn die Schwäbische Alb ist urkeltisches Gebiet. Die Kelten siedeln denn hier. Hier war also Baden-Württemberg gehörte und auch die Schwäbische Alb gehörte zum Kernsiedlungsgebiet der keltischen Kultur und auch zum Entstehungsgebiet.
überall rum, im ganzen Biosphärengebiet findet man keltische Hinterlassenschaften. Das fängt beim einfachen Grabhügel an und endet beim großen Oppidum auf dem Heidegraben. Rund um das Thema Mobilität drehte sich auch die Eröffnungsveranstaltung des Aktionstages. Im Mittelpunkt die Frage, wie lässt sich der ÖPNV attraktiver gestalten? Vor allem der ländliche Raum ist da noch eine Herausforderung. Wichtig, so Naldo, Aufsichtsratsvorsitzende Stefanie Bürkle, sei es, Verkehrsachsen mit Buslinien zu entwickeln. Wo wir Menschen dann mit Bürgerbussen oder auch mit Mitfahrzentralen oder auch über Mitfahr-Apps dann ermöglichen, entsprechend nach Hause zu kommen oder überhaupt erst auf diese Verbindungen zu kommen. Sehr intermodal, und ich glaube, die neuen Techniken, das Smartphone bietet uns hier eine gute Grundlage, diese Verkehre, die Individualverkehre und die öffentlichen Verkehre zu verknüpfen und zu vernetzen. Die drei Verkehrsverbünde Naldo, Bode und Ding wollen ihre Zusammenarbeit in Zukunft noch mehr intensivieren. So wird der Aktionstag am Sonntag nicht der letzte gewesen sein. Nach dem überraschenden Erfolg von CDU und FDP in Nordrhein-Westfalen gibt es Reaktionen aus der Landespolitik. CDU-Chef Thomas Strobel bezeichnete das schlechte Ergebnis von Grünen und SPD als Quittung für eine wirklich desaströse Regierungsbilanz. Die SPD-Vorsitzende Breymeier gab sich optimistisch, bei den Bundestagswahlen trotzdem einen Regierungswechsel herbeiführen zu können. Grünen-Landeschef Oliver Hildenbrand sagte, für die Grünen im Land gäbe es keinen Anlass, etwas zu ändern. Die Zahlen im Bund bewegten sich insgesamt nach oben. Auch AfD-Landeschef Özkara sieht einen Erfolg. Zwar sei die AfD einstellig geblieben, das könne aber bei den Bundestagswahlen anders sein. FDP-Chef Theurer sieht den Wiedereinzug der FDP in den Bundestag in greifbarer Nähe. Die Zahl der Erwerbstätigen in Baden-Württemberg ist im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr um 1,0% auf 6,08 Millionen gestiegen. In 40 der insgesamt 44 Stadt- und Landkreise nahm die Zahl der Arbeitsplätze laut Statistischem Landesamt zu. Am stärksten stieg die Zahl der Erwerbstätigen in den Landkreisen Karlsruhe mit einem Plus von 3,8%, in Sigmaringen um 2,4% und in Tübingen mit 2,2%. Einen Rückgang mussten lediglich die drei Stadtkreise Heilbronn mit minus 9,1%, Karlsruhe mit minus 1,4%, Pforzheim sowie der Main-Tauber-Kreis verzeichnen. Den größten Teil des Zuwachses machen dabei sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen aus. In Schwetzingen im Rhein-Neckar-Kreis ist am Samstagnachmittag der Streit um einen Fußballplatz eskaliert. Laut Polizei wollte eine Gruppe von bis zu 20 Männern einer Freizeitsportmannschaft, die dort regelmäßig spielt, den Platz streitig machen. In der Folge des Streits wurden 6 Männer verletzt. Einer musste zur Behandlung ins Krankenhaus, andere erlitten Schürfungen und Prellungen. 7 Tatverdächtige im Alter zwischen 19 Jahren und 35 Jahren wurden festgenommen. Sie wurden nach Entnahme von DNA-Proben wieder auf freien Fuß gesetzt. Soweit die BB1-Nachrichten, jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bb1.de. Auf Wiedersehen. Am Dienstag Sonne pur im ganzen Land. Am wärmsten wird es am Oberrhein mit Höchstwerten bei 25 Grad. Auf der Alpo-Fläche sind es immerhin noch 19 Grad. Am Mittwoch setzt sich das sonnige Wetter fort und es wird noch wärmer. In der Ortenau fällt die 30-Grad-Marke, in der Landeshauptstadt werden es immerhin noch 25 Grad und auch auf der Schwäbischen Alb wird es bei 22 Grad ein warmer Tag. Warum ich mitmache? Weil ich anderen helfen möchte, sich selbst zu helfen. Dabei ist es mir wichtig, dass ich mir sicher sein kann, dass meine Spende bei diesen Menschen ankommt. Bei Brot für die Welt habe ich ein gutes Gefühl. Und wenn jeder ein wenig gibt, kann Großes bewegt werden. Es gibt viele gute Gründe, Fördermitglied zu werden. Verändern Sie die Welt.